Willkommen zurück zu Dishonored 2, dem Spiel... Ach Quatsch, mein Dishonored 1, dem Spiel mit Leuten, die mich entdecken. Und nicht mehr lange, weil ich sie alle erwürgen werde. Muhaha. Ich bräuchte mehr Mana-Dings hier. Seitdem an die Typen hier kann ich relativ gefahrlos hier hinten ablegen, oder? Meine... Ich habe übrigens auch noch Betäubungsfall, das ist mir bewusst, aber... Oh, da ist ja ein Typ. Wer braucht schon Betäubungspfeile, also wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Corvus sein Teleport nicht so cool ist wie das von denen hier. Weil die können sich ja irgendwie auch... Oh, Armbrustbolzen. Hervorragend. Die haben auch Armbrustbolzen. Weil die Typen können sich hier beliebig teleportieren, so wie es scheint. Und die können sich ja überall... Wo auch immer sie wollen, vor allem über viel weitere Strecken. Warum kriegt denn Corvus hier eigentlich als... Meine, so wie ich es verstanden habe, haben die anderen Attentäter, also die nicht Daut-Typen sind, die haben die Fähigkeiten irgendwie über Daut vererbt bekommen oder wieso. Zumindest hat Daut seine Fähigkeiten irgendwie weitergegeben. Das heißt, die anderen sind eigentlich nur Kopien von dem, was Daut kann. Und dennoch haben die das deutlich bessere Teleport als ich. Ich soll vielleicht mal kurz ein bisschen spielen, hier sind noch so Wachen rumlaufen. Erstmal niemand mehr. Ja doch. Man kann sagen, ich dachte schon, die wohnen doch hier, oder nicht? Die Typen. Ne, okay. Nicht greedy werden, einfach welche Leute rausnehmen, nur weil sie gut stehen. Oh, warte mal, ich sollte vielleicht auch ganz schnell hier wieder verschwinden. Oder auch nicht. Armbrustbolzen bei. Das ist ja wie praktisch. Der andere Typ hat sich gerade auch spontan wegteleportiert. Prinzipiell kommen wir gerade gut voran in unserer Mission, die Leute alle wegzuwürgen. Das wird ein Spaß, wenn Daut hinterher seine Wachen ruft und niemand mehr kommt, weil keiner mehr da ist. Oh, wieso das X hier? Was ist da drin? Wo natürlich die Frage ist. Oh, ein Pyromana-Ex hier nochmal. Das Spiel geht irgendwie anscheinend davon aus. Auch sogar aus den Taborens Antitas. Die vier Hunde, die wir von den Aufsehern gerettet haben, machen große Fortschritte. Ich bin zuversichtlich, dass die Wirkung des Trainings der Fanatiker mit weiterer Pflege und den richtigen Futter allmählich verblassen wird und sich dann immer mehr so verhalten, wie wir es uns wünschen. Oh. Upsi! Da habe ich bestimmt den armen Hundeführer sein Herz gebrochen. Sobald er wieder aufwacht, wird er das auch merken. Jetzt kann ich Munition dieses Typs mehr tragen, ne? Großartig. So, haben wir denn hier alles? Nee, nach da unten ist noch ein Hunderfakt. Das muss natürlich noch mitgenommen werden hier. Das bin ich mir in meiner Gründlichkeit schuldig. Das sollte eigentlich liegen. Habe ich übrigens ernsthaft, wie sie die Hunde eigentlich befreit haben. Ah ja. Okay, jetzt weiß ich auch, warum es vier Hunde sind, nicht nur zwei. Oh. Wer ist er denn? Warum sieht der so komplett kaputt aus? Zähe Haut? Was macht zähe Haut Schönes? Oi, deine maximale Gesundheit wird leichter. Moment, das gefällt mir übrigens auf der weißen Ratten. Wirbelwind. Gehen seltener kaputt. Oh, ich kann. Dann geben wir das Mehrmannerzeug. Anhalten. Du kannst etwas schneller schwimmen. Was kann ich eigentlich nicht an? Ja. Hab ich nichts, was ich irgendwie wegwerfen kann? Wie zum Beispiel, warte mal hier. Ich kann etwas schneller schwimmen. Wir brauchen sowas auch. Ja. Mehr maximale Gesundheit gegen diverse Viecher. Das ist es. Da will ich hin. So. Die Hunde waren ein bisschen undicht. Die hätte ich auch einfach wunderschön wegassassinieren können.
Hätte ich die Viecher... Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? So. Hätte ich die ein bisschen früher gesehen. Ich glaube übrigens, dass dieser Vorpost... War schön. Dass diese... Die Architektur extra so designt ist, dass man da wunderschön hochspringen kann. Mit diesen Vorstößen da. Achso, ich könnte natürlich einfach einen Heiltrank trinken und den hier mitnehmen. Viel einfacher, als mich auf mein Life-Rack zu verlassen. So. Eingang zu Dort's Hauptquartier. Finden Sie noch mehr, Leute. Herr Hans Dahls. Was habe ich denn jetzt erfahren? Von Heavylock, Martin und Pendleton betrogen, vergiftet oder was für eine Ruine? Was gerade für ein Missionshinweis? Und dafür in Dauer Topquad gibt es einen Tunnel, der zum Watcher-Tor führt. Der Zugang ist versperrt, Dauer trägt den Schlüssel bei sich. Achso, das ist wahrscheinlich eher was für die Flucht. Erbärmlich, diese Attentäter, oder? Ups. Ich glaube, der ist tot. Wer derben mich denn wein? Und die anderen Typen. Weißt du, die anderen Typen kriegen, die haben nicht mal fertig gekriegt, weil ich direkt neben den starte. Der jetzt hier auf einmal. Sieht mich halt sofort. Oh, eine weiße Ratte. Om, nom, nom. Du bist für den Einsatz gerüstet. Ich habe gewusst. Worauf wartest du? Ich muss zum Tor, nicht zum Fluss. Und dort besitzt den Schlüssel zum Tunnel und will nicht gestört werden. Deswegen? Korrekt. Unser Gefangener. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war. Er macht ihn unruhig. Dauert Schlüssel, brauche ich für den Schreibtisch? Wir stehen uns große Veränderungen bevor. Ja, viel Erfolg bei deinem Auftrag, sobald du die Freigabe hast. So, ein bisschen aggressiv hier vorgehen, aber die Typen wegwürgen. Wie viele Attentäter kann der schon haben? So viel könnte es doch echt nicht sein, oder? Wenn wir einfach alle rausnehmen. Oh, verdammt. Der hat mich anscheinend gesehen. Verdammt. Der hat doch in die andere Richtung. Das sieht man manchmal extrem schlecht. In welche Richtung die Typen gucken. Finde ich. Weil ich werde jetzt gerade festmalen, der guckt in die andere Richtung. Du bist für den Einsatz gerüstet. Ich habe daraus. Worauf wartest du? Ich muss zum Tor, nicht zum Fluss. Und dort besitzt den Schlüssel zum Tunnel und will nicht gestört werden. Deswegen. Zurück, unser Gefangener. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war, er macht ihn unruhig. Ja, heute Abend stehen uns große Veränderungen bevor. Ja, viel Erfolg bei deinem Auftrag, sobald du die Freigabe hast. Heute Abend? Was soll denn heute Abend passieren? Die Information würde mich viel mehr interessieren. Die Typen haben ja gerade offensichtlich erwähnt, dass heute Abend irgendwas Tolles ist. Also übrigens interessant ist, die Attentäter anscheinend keine echten Individualisten sind. Würde man von Attentätern eigentlich vermuten, oder? Dass die mehr oder weniger... bisschen selbstständig handeln. Können die sicherlich nicht teleportieren, wenn die gerade gewürgt werden? Das müsste denen noch ein leichtes sein, oder? Was haben wir hier schönes? Oh, Tötungsbolzen. Einweisung von Dout. Das Schlafgift darf ausschließlich auf den Führungsteil angewendet werden, auf Personen, die auf die Kopfkette aussetzen und die wir Leben brauchen. Nicht Verschwendung, um Kollateralverlust zu vermeiden. Kenne ich! Kenne ich das Problem, Freunde!
stehen ja noch zwei Typen rum. Was gucken die sich denn da an? Die Aufgabe, bleiben Sie ungesehen. Bleiben Sie im Schatten. Ach, verdammt. Anscheinend habe ich da eine leichte Skriptsequenz übersprungen. Ist das der Lehrer oder was? Wenn er die Für diese Aufgabe bleiben Sie ungesehen. Bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Aha. Da bin ich mal gespannt, was er kann. Hat er das Herz, um was zu den Typen zu sagen? Das ist bei allen von Darkseid so. Sie existieren in einer Art Nebel. Das Wasser ist gierig. Es gibt nie zurück, was es sich eingenommen hat. Aha. Ich könnte ihn einfach so beobachten, sehe ich gerade. Aber mach ich überhaupt die Mühe? Ich kann leider nicht sehen, wo es. Ich habe sie nicht kommen sehen. Nun versuchen Sie es in die andere Richtung. Aha. Fokussieren Sie Ihr Ziel nicht mit den Augen. Das ist albern und schränkt das Potenzial Ihrer Macht ein. Toll! Sie kennen den Raum. Konzentrieren Sie sich darauf, wo Sie stehen wollen, und es wird so geschehen. Wir können Ihnen nichts mehr beibringen. Kehren Sie zu Ihrer Ruhestätte zurück. Morgen Abend beginnt Ihre richtige Arbeit bei uns. Ja, benutzen Sie nicht Ihre Augen. Das ist eine sehr gute Idee. Vor allen Dingen, also es ist nicht nur Doubt, der die Fähigkeiten weiterbringt, sondern offensichtlich können ja auch anscheinend die anderen Typen das beibringen. Die Frage ist, woher kommt die Magie des Outsiders? Also braucht man dazu wirklich zwingend das Mal des Outsiders oder ist das so wie so eine Sache, die scheint ja wie. So. Die Fähigkeit scheint ja irgendwie doch irgendwie anders zu erwachen. Oder ist das eine Sache, die jeder theoretisch könnte, wenn er nur genug Ausbildung bräuchte, was natürlich den Fall von Sokolov witzig machen würde. Sondern die bedeuten, Sokolov hätte das auch lernen können, gut, auf seinen alten Tagen. Ob der Teleport so großes Interesse hat, ist jetzt nicht die große Frage, aber. Weil dann hätte es nämlich jeder lernen können. Deswegen geht es gar nicht weiter, oder? Achso, der ganze Raum war nur dafür da, um mir ein Stück Story beizubringen, oder was? Ja. Ärgerlich. Um mir zwei Heiltränke zu geben. Ah, ne, warte, hier geht's auch noch weiter. Der war meint. Ist auch ein Album von Nirvana übrigens. Ach, verdammt! Hm. Da ist der Dout schon. Meister. Was geht's? Keine Spur. Und die Wache haben den Schwer nicht gesehen zu haben. Das klingt unmöglich, ich weiß. Und Greaves Raffinerie ist wieder aktiv. Versagen. Dass er sein Fach besser versteht als Sie, Iris. Machen Sie mit den Wach. Hä? WTF? Was kommt jetzt? Und jetzt kämpfen wir. Den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Tick. Uhr. Warte mal. Ach ja, der hat die gleiche Fähigkeit benutzt wie ich, deswegen. Netter Versuch, Corvo. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen Sie? Für die Menschen, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben. Für Ihre tote Kaiserin. Na los, greifen Sie richtig an. Ich habe Sie getötet. Na, wir sind vom gleichen Schlag, Sie und ich. Wir töten für andere. Ich soll der Feind sein? Ich habe Sie nie belogen. Sie müssen schneller sein, wenn Sie mein Blut wollen. Kann ich ihn betäuben? Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Herr, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben? Hm. Der Kampf ist ja nicht ganz interessant gegen ihn.
Jetzt haut er noch ab. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Das ist ganz schön tanky, der Typ, ne? Sie müssen schneller. Verschwindet. Das hier geht euch nichts an. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Sie sollten für die Männer, die sie beauftragten, töten. Aber sie fanden einen anderen Weg. Sie schlugen diesen Weg ein. Ich nicht. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ha. Nett. Ah ja, gut. Also das war das eine Ende. Also eine Möglichkeit. War ich denn jetzt hier? War das Safe Game? Ach ja, genau hier. Es ging überraschend schnell, bis ich bedauert war, ne? Also. Verdammt. Wieder einmal zu unvorsichtig. Ist übrigens interessant, wie ich in diesem Raum keinerlei Orientierung habe, ne? Ich renne immer in die falsche Richtung. Schön ist, dass diese ganzen Typen hier von den Walölfängern hier wir alle immer im gleichen Raum bleiben. Also, die patrouillieren ja gar nicht wirklich. Ist er jetzt ganz alleine? Das ist ihr Ende, Lord Regent, kaiserlicher Spion, Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Nur um meine Klinge zu versenken. In ihrem Auge. Jetzt ist es nicht mehr nötig. Euch hat der gleiche Apparat erledigt, den ihr einst eingesetzt habt. Gesetze, Gerichtssäle und der Blutrausch des Pöbels. Auf einem Wiedersehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden, letztes Mal, niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten.
oben hängt auf jeden Fall noch ein Gemälde, was ich haben möchte. So, kann ich jetzt dauert einfach so von hinten wegwürgen? Geht das? Mal kurz versuchen, ob ich dort einfach von hinten wegwürgen kann. Okay. Das wäre der Hit, wenn das funktionieren würde. Letztes Mal niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Dum 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 dum. Beachte nicht den Typen, den ich gerade hinter dir weggewürgt habe. Ich möchte eigentlich nicht Quicksave, ich speichere immer normal ab. Ich mag bei Quicksave irgendwie ehrlich mehr. Laut, Mörderin der Kaiserin. Schön. Ob es nicht tödlich steht, den Beutel von Dauds Gürtel und verschwinde, ohne ihn zu verletzen. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist ihr Ende, Lord Regent. Kaiserlicher Spion, Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Blumenschein? Nur um meine Klinge zu versenken. In ihrem Auge. Jetzt ist es nicht mehr High Overseer? Euch hat der gleiche Apparat erledigt, den ihr einst eingesetzt habt. Ivan the Club? Gesetze, Gerichtssäle und der Blutrausch des Pöbels. Auf Nimmerwiedersehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal, niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Ha. Also ich hätte noch einfach nicht würgen können, sondern nur sein Zeug klauen und abhauen. Na gut, wie man sagt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, ist auch noch. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.